Hi, hallo. Dieses Video hier mache ich sowohl als Gedächtnisstütze für mich selbst als auch für meinen Kanal. Und zwar geht es hier darum, wie man einen Windows 95 oder 98 Computer so konfiguriert, dass der so zuerst ins DOS lädt und man dann Win eingeben muss, damit er ins Windows geht und man, wenn man das nicht machen will, eigentlich ein ganz normaler DOS-Computer hat. Wo ich ja der Meinung bin, dass sowas wie ein 486er DX266, was ich zum Beispiel am Laufen habe mit Windows 95 so, oder auch jetzt hier so ein 133er/100er Pentium, auch DOS hauptsächlich haben sollte und Windows für mich da eigentlich eher ein Zusatz ist und ich es dann eigentlich nicht mag, wenn da einfach das Windows startet, einfach so. Also wir fangen mal heute an, indem ich euch einfach also mir selbst auch noch mal kurz zeige, wie es fertig konfiguriert ist. Und dann gehen wir noch mal drüber, wie es dazu kam, dass es so ist. Erstmal kurz anmachen. Da geht er an. Das hier ist ein Single Pentium mit meinem absoluten Lieblings-Sockel 7 Board, wobei ich der Meinung bin, vielleicht gibt es genauso gute Sockel 7 Boards für Pentiums, aber auf keinen Fall was Besseres. Wie das hier, das Asus TX97. Das hat schon Legacy-USB, was wir zwar jetzt nicht nutzen, aber das hat Legacy-USB. Das heißt, man kann da im DOS mit einer USB-Tastatur arbeiten. Und das ist geil, wenn man vor allem eine Tastatur hat, die die Tastaturbelegung speichern kann. Aber okay, das muss ich mal ein anderes Video dazu machen. Das dauert jetzt zu lang. Also, wie man kurz gesehen hat, ich starte nochmal. Hier, der geht ganz normal ins DOS, so wie er soll. Das zeige ich nochmal. Es ist immer meine Speerkarte drin. Das ist eine P64 Speerkarte, die wir hier haben. Das Logo muss ich noch ausschalten. Das können wir machen, aber das stimmt nicht. Im Hintergrund läuft ganz normal der DOS-Bildschirm ab. Und hier sind wir. Okay, und hier gebe ich jetzt ein Win. Und jetzt lädt er ins Windows hoch. Lass es laufen. So. Das ist jetzt ein frisch installiertes deutsches Windows. Einen Moment. Okay, jetzt beschäftigen wir uns damit, wie kommt man dahin? Also quasi, ihr habt ein Windows 95, 98, ist egal, ihr habt das einfach frisch installiert, so wie jetzt. Also so wie es gestern war. Ihr müsst dann erst einmal die MS-DOS.sys-Datei suchen. Also zuerst muss man natürlich, ich sage es nur nochmal dazu, hier auf Ansicht gehen, alle Dateien anzeigen. Ist klar. Sowieso. Dann sehen wir ja hier die ganzen Systemdateien und ihr braucht hier die MS-DOS-Sys. Das Problem ist, die könnt ihr zwar theoretisch mit dem Notepad öffnen, so wie das ja manchmal bei Spiele-Konfigurationsdateien ist, aber wenn ihr die jetzt so speichern würdet, da würde die nicht mehr funktionieren. Weil es eine Textdatei wird. Was man machen muss, ist hier Start. Man muss die Eingabeaufforderung hier öffnen und dann funktioniert das eigentlich ganz einfach. Das ist eigentlich wie im alten DOS. Dann gebt ihr ein. Stopp. Ich bin zu schnell. Ihr müsst zuerst diese Datei rechtsklicken, dann, nachdem ihr sie gefunden habt, das versteckt ausschalten und den Schreibschutz ausschalten. Also diese beiden Haken, so sieht die aus. Ihr macht die beide weg, drückt OK und dann ist die Datei so wie bei mir. Dann gebt ihr hier ein Edit MS. DOS.sys und dann sind wir hier. Was wir da machen müssen, ist hier Boot Multi 0 und Boot GUI muss 0 sein. Sonst habe ich jetzt bisher hier nichts verändert, aber wir können jetzt hier noch das Logo ausschalten. Oh, Moment. Ich glaube, das ist da oben. Ich muss mal gerade ganz kurz nachschauen. Okay, ich habe es zwar nicht gefunden, aber ich habe es gestern an meinem anderen Computer gesehen. Ich glaube, es war hier einfach Logo ist 0. Und das probieren wir jetzt einfach kurz aus. Hier kann ich es dann auch abspeichern, weil das im Editor ist. Dann kann ich es wieder zumachen. So, und jetzt mal schauen. Jetzt müsste es eigentlich auch beim Textprogramm öffnenbar sein. Und dann haben wir ein Logo ist 0 drin stehen, ja. So, schauen wir mal, ob das richtig war. Also im Prinzip ist es das. Wie gesagt, das GUI 0
Ist Multi-Null und wenn ihr das Windows-Logo nicht sehen wollt, Logo ist gleich 0. Das reicht erstmal. Wenn ihr dann neu startet, kommt ihr schon ins DOS. Dann schauen wir uns da noch kurz Config-Sys an, weil da ist auch wichtig, dass da die Dinge genauso reingeschrieben werden, wie ich das hier zeige. Sonst bekommt man auch Fehler. Jo, Logo 0 scheint geklappt zu haben. Jetzt sehen wir hier den ganzen DOS-Start. Das ist der CD-ROM-Treiber. Also wenn ihr das gemacht habt, ist das alles hier nicht installiert. Ich habe dann hier das CD-ROM einfach mit der Diskette installiert. Das hat einfach so funktioniert. Und ja, eigentlich nur das CD-ROM. Und die Grafikkarte habe ich noch installiert, die Speer-Grafikkarte. Und meinen eigenen Maustreiber, den schreibe ich mal immer selbst rein. Also wichtig ist da oben Switches. Dann eigentlich, ich halte das jetzt einfach mal hier so fest kurz, weil dann sehe ich auch das nächste Mal, weil das habe ich vor Jahren das letzte Mal gemacht und ich muss wieder müssen alles nachschauen, was braucht man und was nicht. Ganz große blöd ist, wenn man den HiMem und den EMM386 hier lädt und hat nicht dieses IFS HLP da drin stehen, dann gibt es einen Fehler, dann startet das Ganze nicht mehr ins Windows. Habe ich auch noch mal müssen lernen und habe das wieder so geschrieben. Also das hier ist jetzt so, wie es ist, richtig installiert, ohne Soundkarte. Jo, und das ist halt meine. Da ist auch nochmal der PTC-CD-ROM-Treiber drin, was auch immer. Dann haben wir hier die Speas und das M ist einfach mein Maustreiber. Den habe ich lieber wie alle anderen. Der ist auch total klein. Und das Echo Off da oben, das sind ja bei Auto-Exit-Bat-Befehle, das sind ja egal. Also was ihr jetzt hier habt, ist ein einwandfrei konfiguriertes DOS, wo man ab jetzt alle Spiele installieren kann. Könnt jetzt, also ich werde jetzt in den PC noch eine Soundkarte einbauen. Weiß noch nicht ganz genau welche, aber wahrscheinlich probiere ich mal eine aus, die ich mir vor Jahren schon geholt habe. Moment, ich mache mal gerade hier auf. Ich muss das kurz abstellen. So, und zwar ist das diese hier. Die will ich mal ausprobieren. Das ist eine ganz funkelnigelnagelneue ISA Soundkarte, nennt sich Orpheus. Und das war so ein Community-Projekt oder so. Da haben findige Leute haben die entwickelt und zusammengeschraubt. Und die soll auch richtig gut sein. Gibt es viele Videos auf YouTube drüber, wo ich auch damals gesehen habe. Aber ich habe mir die dann geholt, klar. Und wie so oft in meinem Leben dann wieder bis heute keine Zeit gehabt, da mal wirklich was mitzumachen. Aber in den Rechner, das soll sie jetzt mal rein und da bin ich mal gespannt. Was ich machen möchte, ist nämlich diese Soundkarte mal wirklich vergleichen. Ich habe ja quasi fast alle DOS-Soundkarten, die man sich vorstellen kann. Also verschiedene Typen. Ich habe Soundblaster, ich habe die Pro Audio, ich habe die Roland-Soundkarten allesamt, die es quasi so gab. Und da möchte ich mal vergleichen, was kann diese Soundkarte im Vergleich zu, sagen wir, der AWE 32, die ist auch noch schön. Wie klingt sie im Vergleich zu der Roland mit General MIDI? Und ja, ist sie genauso einwandfrei benutzbar wie zum Beispiel. Was haben wir hier? Das hier ist eine Avanced Logic. Das ist auch eine sehr einfache DOS-Soundkarte, die einfach Soundblaster Sound wiedergibt. Also ist das korrekt? Das würde mich mal interessieren. Okay, so haben wir alles. Jo. Vielleicht mache ich auch noch ein Video drüber, mal schauen. Aber jetzt weiß sowohl ich, wenn ich ein paar Jahren die Infos nochmal brauche, als auch falls es noch jemand sucht, so konfiguriert man in etwa einen PC, wenn man den DOS haben möchte und möchte dann wie ganz früher Win eingeben fürs Windows. Ah, kleiner Nebeneffekt, wir haben das Logo ja jetzt ausgeschaltet. Das heißt, jetzt kommt auch beim Windows-Start kein Logo mehr. Naja, man kann nicht alles haben. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.